Hallo und willkommen zu einem weiteren Tutorial und Unboxing bei der Grünen Horde. Heute die Gallows, also den Galgen für Dead Man's Hand von Tabletop Combat. Das ist ein MWF-Gelände. Wir werden da jetzt auch Dead Man's Hand hier spielen. Die Banden habt ihr ja schon gesehen. Das ist einfach ein Geländestück, haben wir zusammen mit ein paar Gebäuden gekauft, um die Spiele interessanter zu gestalten. So schaut der Gussrahmen aus. Es ist wirklich nur ein Brett. Und das bisschen hier, das ist der Deckel und dann unten einfach ein Stützrahmengestell und die großen sind dann hier der Galgen selber. Der würde ich sagen ist fast doppelt von der Stärke hier und dann eine kleine Treppe. Viel mehr ist es nicht und schön natürlich auch der Hebel, mit dem man die Klappe unten öffnen könnte, ist vorhanden und dann wird da einer gehängt. Dazu gibt es eigentlich noch ein Figurenset von anderen Herstellern. Vielleicht schaffen wir es langfristig noch an. Mir gefallen auch die Verwundeten, die es so gibt für dieses Szenario. Schöne Figuren, gerade Perry hat auch welche, die eigentlich für einen American Civil War sind, die sich hier ganz gut machen würden mit meinen Cavalry-Jungs. Mal schauen, was sich da noch so entwickelt. Gut, das werde ich jetzt öffnen, ausstanzen und danach zeige ich euch den Zusammenbau. So schaut es aus nach dem Herauslösen der Teile. Das sind alle Teile, die ich brauche. Das ist alles Abfall. Das kann also weg. Das ganze Teil baut sich einfach aus den vier Teilen Gerüst hier. Das ganze Stützen, das sind jetzt die beiden gleichen. Das heißt, die gehören so. Dann brauche ich nochmal zwei, die jeweils zueinander passen. Die haben jetzt hier die Teile, dass sie da reinpassen. Und dann verklebe ich die da einfach mit ganz normalen Holzleim. Und mache das um jedes Eck rum. Also hier nochmal kleben. Da brauche ich jetzt wieder den hier. Ich habe jetzt bewusst die leicht verbrannte Seite nach außen gemacht. Was ich ja nicht schöner finde, das schaut holzmäßiger aus, als wenn das so sauber ist. Und jetzt kommt das Teil dahin. Fertig ist der Boden. Jetzt würde das Teil da reinkommen, fällt aber durch. Das heißt, wir haben hier noch zwei Stützen, die da drunter kommen. Die muss ich auch noch einkleben. Hier durchfädeln. Und dann nach oben. Fertig. Jetzt mache ich mit der zweiten, lege den Deckel ein und dann bauen wir den Rest. So, der zweite Balken ist platziert, die kriegen Kleber und dann setzt man das hier einfach da ein und zwar so rum. Dann liegt der Balken genau unter dem Hebel nachher. Da jetzt nicht zu feste drücken. Zack. Fertig. Schaut dann so aus. Ja, Hebel wird einfach hier angeklebt. Auch der settelt dann den Boden unter dem Häftling und dann fällt er runter und wird dann gehängt. Treppe gehört hier hin. Wird so zusammengebaut. Also hier so eine Seite rein. Und dann wieder ein Teil eingehängt und das zweite hier so rein. Und dann kommen die einzelnen Bretter. Und dann haben wir noch als letztes den eigentlichen Galgen. Auch einfach hier runter fertig. Jetzt habe ich zu fest gedrückt. Muss ich nochmal reparieren. So schaut er fertig aus. Okay, jetzt ist er fertig. Ich habe als letztes noch hier dazwischen Kleber reingegeben. Da werde ich jetzt dann noch Klammern montieren. So schaut er fertig aus. Der Galgen. Super einfach, schönes Modell, günstig bei Tabletop Combat. Mit dem Set, das wir gekauft haben, einmal vier Gebäude und den Galgen, kann man schön losspielen. Als guter Start
da es zwei von uns gekauft haben, haben wir jetzt schon 8 Gebäude, 2 gehalten, können wir eine ganze Straße stellen und dann so einen richtigen Western spielen. Von da weg werden wir jetzt noch so ein paar Wagen, schönere Gebäude von Foregrounds, die größeren, die sind natürlich ja aufwendiger, aber auch entsprechend teurer. Preis-Leistung finde ich hier einfach super. Einfaches, schnelles Gelände. Man kann sofort losspielen. Hinterlasst uns einen Kommentar, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.